auch für das Toxologische Gutachten. Ich habe mit Sensi gesprochen. Er kann auf dem Feld arbeiten. Ich möchte ein Kind. Herr Liedler, Herr Anton Gruber, Sie müssen sofort mitkommen. Bitte geh nicht, Anton. Du wirst sehen, morgen bin ich wieder da. Und wenn nicht? Was ist, wenn du in den Krieg musst? Ich werde zurückkommen. Ich verspreche es dir. Uns weiter. Alles wird gut. Hast du was für mich? Los, kurz halt, Beatrice. Die Wäsche ist schon sauber, nur. Danke. Vergiss ihn auch nicht. Glaubst du wirklich, dass der Liebe kommt? Thank you.
Ihre Frau ist seit 8 Monaten in einem apallischen Zustand. Sie reagiert auf keine äußerlichen Reize, kann den Blick nicht fixieren. Sie starrt ins Leere. Atmung und Herz-Kreislauf-System ist stabil. Dieser apallische Zustand bleibt bestehen. Er kann sich auch im Laufe der Zeit zurückbilden. Bei Ihrer Frau ist allerdings keine Besserung in Sicht. Thank you.
Wir nehmen Abschied von unserer Schwester. Wir tun es im Glauben an die Auferstehung und bitten. Christus leuchte ihr als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihr verbindet, möge fortdauern. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Amen.